So, ich trete erstmal in Kontakt wirklich mit Demonstrationen. Es geht hier ein bisschen so, ein bisschen mehr ab. Feuer auf der Straße. Und ja, wir wollen eigentlich in Jumbo Passfotos machen für mein Visa. So, ich war jetzt gerade Haare schneiden. Meine Haare sind fresh für ein Passfoto. Ich bin jetzt im Fotostudio. Die Demonstration draußen. Da war schon heftig gerade. Aber sie haben sich schon irgendwie aufgelöst. Die Polizei kam, halt, hat Tränengas geworfen, ist ein bisschen geknallt. Aber im Grunde genommen war eigentlich alles ziemlich riesig. Gleich werde ich mich belohnen mit einem Riesenburger. Also meine Frau hat mich eingeladen. Für Papiers reichen ja nicht. Ja. So, Papiers, den Kürbisladen. Habe ich letztens ein Video gemacht. Super lecker. Ja. Und kosten nichts. Vielleicht 20 Cent einer. Also ich habe für dieses Papierzeug jetzt hier 4 Euro ungefähr bezahlt. Fürs Haare schneiden habe ich echt viel bezahlt. Mein Haarschnitt hat 10.500 Pesos gekostet. Das sind umgerechnet fast, würde ich sagen, ja, so 11 Euro. Ja. Aber ich bin in einer Shopping Mall. Ich habe das bei einem teuren Friseur gemacht, so wie meine Frau sagt. Nächstes Mal machen wir es auf der Straße und dann filmen wir das auch. Aber dafür muss mein Spanisch erstmal besser werden. Juan Maestro. Wir sind in dem Burgerladen. So, heute wird mal richtig Fast Food Challenge gemacht. 1,5 Kilo Fleisch. Und ich versuche 2 davon zu essen. Und wie immer Mr. Mello dabei. Und ja, hier direkt in den Burgerladen. Also hier gibt es allgemein richtig viele Fressdinger. Aber wegen Demonstrationen unten ist es sehr leer hier gerade. Hier, da waren wir letztes Mal. Pedro, Juan, Diego. So, guckt euch das mal an hier. Was für fette Geräte das sind. Ja. Und die sind beide für mich. Ich weiß noch nicht, wie ich das anfangen soll zu essen. Weil der Avocado kühlt einfach überall so raus. Ich weiß nicht, wie man den essen soll. Also, das ist an Avocado alles übergeblieben. So viel Avocado da drin. So. Und das ist der zweite. Das ist jetzt Pulled Pork. Und ja. Avocado läuft überall raus. Jetzt die Pommes noch dazu und das Getränk. Ich glaube, ich wäre super satt, ja. Was? Nein, mach Spaß. Ah. Okay, also ich habe meinen Burger Challenge geschafft. Und hier gibt es noch Pommes und ich habe noch so viel Avocado. Dann werde ich mir jetzt noch Pommes mit Avocado reinziehen. Was sagen wir zum Geschmack? Zu viel Avocado. Also ich stehe auf Avocado, aber es ist zu viel Avocado. Der Charasco, also mit dem Fleischscheiben, hat mir besser geschmeckt als das Pulled Pork. Das Pulled Pork, also ich bin kein Pulled Pork Fan, so. Aber das wird ja meistens so Grundgewürzt schon. Und das ist meistens ziemlich stark gewürzt. Also ich finde, Pulled Pork hat meistens keinen eigenen Geschmack mehr vom Fleisch. Ansonsten ziehe ich mir jetzt noch ein paar Bons rein. Mein Sohn ist auf die Paradies da hinten. Da. Ja, da. Und ja, die Demonstration
Wenn man jetzt die ganze Zeit in der Shopping Mall, dann ist Militär gekommen oder irgendwie sowas. Und haben jetzt alles verjagt. Also wirklich auch die letzten Leute, die da waren. Das ist auch riesig, so lecker. Ich liebe ja Chili. Ja, ich würde mal sagen, jeder, der die Chance hat, so einen Burger zu bestellen, macht es einfach. Ja, macht es. Macht ein Video damit. Juan Maestro. Auf Wiedersehen. So, und leider ist der Weihnachtsmann nicht da. Guck mal hier. Weil da würde ich mir eine riesengroße Pizza noch bestellen als Nachtisch. Und vielleicht ein Eis. Ja. Oh, so ein fettes Ben & Jerry's Eis. Das wäre richtig geil jetzt. Ciao.